zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Forza Motorsport, der Rampenlicht-Tour hier auf dem YouTube-Kanal Demon Gamer XP. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und ja, jetzt fangen wir nach knapp zweiwöchiger Verzögerung, also zumindest was zum Zeitpunkt dieser Live-Aufnahme hier betrifft, mit der Rampenlicht-Tour von Update 7 an. Ja, Zeitplanung ist mal wieder total on point. Und ja, die Update 7 richtet sich vor allem an die Rennfahrzeuge der früheren Ära, gerade so aus den 70er, 80er und 90er. Ein Beispiel davon haben wir ja jetzt hier bei uns im Fuhrpark stehen, nämlich dem Jaguar D-Type. Obwohl, der muss man sagen, der ist ein bisschen älter, aber den habe ich jetzt mal rausgestellt, weil das so ein bisschen das Motto von Update 7 hier beinhaltet, dass wir da mit den früheren Rennfahrzeugen hier am Start sind. So viel weiß ich, was genau aber auf uns erwartet oder erwarten wird, das weiß ich Stand jetzt noch nicht und da bin ich auch mal sehr gespannt, auch mit unter anderem, wie sie ja diese Rampenlicht-Tour dann auch zelebrieren für das folgende Update. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir gehen einfach mal direkt rein. Erstmal komplett raus aus dem Menü. Ich hoffe mal, dass es da irgendwann mal eine Funktion gibt, wo man da direkt raus kann. Und zwar nämlich gehen wir einfach mal in die Karriere. Und wir sehen es ja auch. Die Retro Racer Tour ist nämlich am Start. Und oh, okay. Das wird cool. Ja, einmal mit den Gruppe 5 Rennwagen, dann einmal so ein bisschen mehr die Can-Am Race Fahrzeuge der 70er, würde ich schon sagen. Ich glaube, das müssten auch Gruppe... Die hatte auch irgendwie so eine komische Bezeichnung, so Group 8, 6 oder irgendwie sowas um den Dreh. Aber auf jeden Fall die Can-Am-Fahrzeuge der 70er sind auf jeden Fall mit am Start. Die Formel-Boliden der 70er und... Oh, Gruppe C-Prototypen. Oh, auf die habe ich eigentlich richtig Bock. Zumal ich ja auch nicht so viele Rennfahrzeuge hier bei mir mittlerweile noch im Fuhrpark habe. Also von daher, ja, ist das gut investiertes Geld, glaube ich. Und ja, nach Abschluss dieser vier Touren gewinnen wir einen weiteren Formelwagen aus den 80ern, nämlich den Renault Nummer 15 Equipe Renault 11 RS01. Ja, auf den bin ich eigentlich auch relativ scharf drauf. Also endlich mal wieder ein Fahrzeug, was nicht recycelt aus früheren Motorsportteilen ist, sondern ein komplett neues. Und das können sie gerne mal so beibehalten, ja. Gerade auch, wenn der Carpass jetzt auch ausgelaufen ist, zu dem Zeitpunkt, weil jetzt heute ist das letzte Fahrzeug jetzt reingekommen, nämlich der Legere P3. Und dann ist spätestens auch der Carpass finito, ja. Und da müssen die Entwickler mal sich ein bisschen, ja, überlegen, dass da nochmal ein paar Fahrzeuge mehr als Rewards mit reinkommen. Vielleicht pro Tour. Das würde ja vielleicht ein bisschen dem einen oder anderen motivieren. Ja, könnte dann auch von mir aus teilweise recycelte Fahrzeuge sein, aber dass man da auch merkt, okay, jedes Update hatte auch ein paar neue Fahrzeuge, die sie hinzufügen. Wir gucken mal. Also schauen wir mal, was uns das nächste Update dann in so circa 2 bis 3 Wochen für uns bereithält. Jedenfalls geht es los mit den Regelwerk-Rennwagen. Was ist das für ein Name? Direkt auf Brands Hatch, ja, was ja auch mit Update 7 dazugekommen ist. Und mit Gruppe 5? Ja, komm, machen wir einfach mal. Starten wir rein. Richtig deep. Hab ich jetzt schon Bock drauf. Fahrer fahren gegen die Uhr, die Ingenieure gegen das Regelwerk. In den 1980er Jahren basierte das Reglement der Gruppe 5 auf dem von Straßenfahrzeugen. Die Rennteams mussten mit serienmäßigem Motorblock und Fahrgestell an den Start gehen und sich an strenge Beschränkungen halten. An Motorhaube, Dach und Türen durften keine Änderungen vorgenommen werden. Doch abgesehen von diesen Vorgaben hatten die Ingenieure erhebliche Freiheiten. Sie gestalteten die Karosserie um, fügten riesige Kotflügelverbreiterungen und aggressive aerodynamische Vorrichtungen hinzu, während unter der Motorhaube massive Turbolader für mehr Leistung sorgten. Diese extremen Modifikationen machten die Gruppe 5 zu einem wahren Spektakel, das sich sehen lassen konnte. Boah, so sieht's aus. Ey, jetzt habe ich aber schon irgendwie richtig Lust auf die Tour. Also allgemein kann ich mir ja wirklich vorstellen, auch wenn die Spotlight-Cars, muss man halt sagen, jetzt alle bereits im Spiel enthalten sind seit Release, habe ich aber trotzdem irgendwie richtig Lust, hier diese richtigen Urgewalten, nenne ich es jetzt mal, auszufahren. Zumal wir hier auch eine richtig krasse Auswahl mittlerweile haben. Also
Ja, da muss man schon Forza wirklich den Hut ziehen. Unabhängig davon, ob man die Autoliste cool oder schlecht findet. Was aber die klassischeren Rennfahrzeugen angeht, sei es Gruppe C, Gruppe 5, Gruppe 6, die Can-Ams, die Formelboliden, ne, gerade so die 70er, 80er, 90er. Also da muss man sagen, da ist Forza ziemlich weit vorne, was das betrifft. Jetzt auch unabhängig von den anderen Spielen her. Und das wird gerade auch diese Touren auch so ein bisschen attraktiver machen. Also, wir gucken mal, was wir haben. Wir haben nämlich der Spotlight Car, nämlich der 1981er Ford Nummer 2 6-Speed Racing Capri Turbo. Habe ich auch schon im Live-Chat hier mitgekriegt, dass ich den unbedingt nehmen soll, weil der sich so geil fahren lässt. Habe ich mir mal vermerken lassen. Aber wir gucken mal weiter durch. Der 1979er BMW Nummer 6 BMW Motorsport M1 Pro Car sowie aus 75 den Nummer 25 BMW Motorsport 3.0 CSL. Oh, jetzt die ganzen Namen hier durchzulesen, wird auch eine sportliche Herausforderung. Den 1985er Buick Nummer 6 Performance Motorsport Somerset Regal Trans Am. Ist der in Gruppe 5 jetzt eingegliedert ist, verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil eigentlich hätte ich den eher in der IMSA GTO gesehen. Aber okay. Den 1976er Chevrolet Nummer 76 Greenwood Corvette Gruppe 5, dann haben wir den 1979er Datsun Nummer 33 280 ZX Turbo am Start, sowie den 1982er Ferrari Nummer 72 NART, keine Ahnung, wofür diese Abkürzung stehen soll, 512 BBLM, ne, vielleicht wisst ihr das in den Kommentaren mehr. Würde mich auch nebenbei interessieren, wofür das stehen soll. Dann der 1982er Ford Nummer 6 6-Speed Rouge Mustang IMSA GT. Und dann Nissan Nummer 20 Bluebird Super Silhouette sowie den Nissan Nummer 11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette. Den dritten im Bunde, nämlich die Silvia, der jetzt über den Autopass reingekommen ist kürzlich, den dürfen wir komischerweise nicht wählen. Das ist ein bisschen eigenartig, weil der hätte eigentlich auch hier mit in der Auswahl stehen müssen. Boah, also erstmal, by the way, was für Namen, ne? Und das wird dann, glaube ich, auch die nächsten vier Touren so beinhalten, dass wir da jetzt die einzelnen Namen hier so durchlesen. Ja, ich würde da jetzt nicht so sehr auf die einzelnen Stats eingehen. Ich würde mich aber auch hier wieder auf Fahrzeuge konzentrieren, die wir jetzt neu in Forza Motorsport haben. Das heißt, so Fahrzeuge wie den Capri Turbo. So leid es mir auch tut, den muss ich leider rausnehmen, weil den gab es schon in dem früheren Forza-Teil. Ja, ich guck mal, welche wir denn neu hinzugekommen haben oder überhaupt hinzugefügt haben. Den Buick, das ist, glaube ich, so mit der einzige, aber ich bin da, glaube ich, schon so ein bisschen der Meinung, er passt irgendwie nicht in diese Klasse mit rein. Also keine Ahnung, der sieht halt optisch irgendwie nicht so aus, als würde es noch der Gruppe 5 angehören. Vielleicht täusche ich mich aber auch, ich habe keine Ahnung. Der ist zum Beispiel über den Carpass reingekommen. Den würde ich trotzdem aber nicht nehmen. Ich entscheide mich. Ich glaube, wir könnten uns mal den Nummer 6 6-Speed Mustang vornehmen. Wir könnten aber auch eines der beiden Nissans nehmen. Gerade weil der Tomica ja auch zum Beispiel erst sehr spät in Motorsport 7 reingekommen ist, über ein Re-Update, genauso auch den 6-Speed. Die Super Silhouette kam ja als DLC in Forza Motorsport 7 rein. Erstes Carpack, glaube ich sogar, wenn es mich nicht täuscht. Und ja, die anderen Fahrzeuge, die waren ja auch schon früher noch vertreten gewesen, außer die Corvette. Aber den haben wir ja schon ausgefahren im Rahmen der Endurance Race Ausgabe Folge 1. Könnt ihr nebenbei abchecken, wenn ihr möchtet. Ja, ich will da jetzt nicht ewig hier in dem Menü hier verweilen. Ich entscheide mich tatsächlich. Irgendwie hätte ich richtig Bock auf eines der beiden Nissan. Hier, ich glaube gerade den Tomica Skyline, weil das wirklich ein sehr ikonisches Fahrzeug, gerade aus Gran Turismo ist. Gerade was die früheren Teile hier betrifft, hat man dieses Fahrzeug hier sehr in Erinnerung. Und das Forza, den er auch hat, ist nice. Und genauso nice sind auch die Eckdaten dieses Fahrzeuges. 2,1 Liter. Ein 4-Zylinder-Turbomotor mit 419 kW, was 570 PS entspricht, 539 Newtonmeter, eine Tonne glatt, sehr ausgewogen, so ein bisschen mehr auf Front, nichtsdestotrotz aber relativ ausgewogen und sehr, sehr viel Dampf. Also ich glaube, wir werden jetzt nicht hier die falsche Wahl getroffen haben, hoffe ich mal zumindest. Deswegen nehmen wir den einfach. Obwohl, ich will mal noch mal gucken, haben wir da noch Fahrzeuge hier? Nee, wir müssen uns eine kaufen, alles klar.
Können wir uns mal dieses Fahrzeug hier in seiner vollsten Pracht anschauen. Ja, ich glaube, im Forza 7 hat er auch schon hier diese Rennreifen am Start gehabt, hier die beschrifteten. Die sind erst sehr spät hier mehr oder weniger eingeführt worden. Boah, also egal für welches Gruppe 5 Rennfahrzeug man sich entscheidet, jeder sieht einfach in seiner eigenen Art und Weise so gut aus. Und er schreit einfach, glaube ich, nur danach, hier jeden auseinanderzunehmen. Ich hoffe, er erfüllt seinen Zweck. Oh, wir können sogar hinten die ganze Karosserie rausnehmen. Oh, ist das der Motor? Nee, oder eher die Abdeckung? Nee, ich glaube, das sieht eher nach einer Abdeckung aus. Ei? Das ist irgendwie sehr schwer zu ordnen, was das ist. Oh, hier können wir auch noch... Also komm, Ben, dann machen wir das Fahrzeug mal richtig nackig. Ach, da ist der Motor. Was ist das denn da hinten? Wie? Ist schon ganz schön süß, ne? Ja, man sieht ja auch hier die vier Zuführungen am Motor. Oder die Rohrleitung, besser gesagt. Das ist halt einfach wirklich Vierzylinder. Und dass man so aus dem Motor halt damals so viel Leistung rausholen konnte, ist ja auch echt insane. Warte mal, was ist das da vorne? Ich dachte, dass es irgendwie der Auspuff wäre. Ey, das wäre aber auch insane. Ah, man kann das Fahrzeug hier echt irgendwie sehr gut gutachten hier. Ja, das war gutes Deutsch von mir. Wir kaufen uns das Teil. Und ja. Aber mal, was der Tomica Skyline hier zu leisten hat. So, das ist, glaube ich, die R30 Generation, wenn es mich nicht täuscht. Und ja, die erste Veranstaltung, Brad Thatch, 5 Runden. Da können wir mal gucken. Was können wir denn an diesem Fahrzeug hier machen? Also, das Schöne ist, wir können noch mehr Leistung reinpflanzen. Also ich meine, 570 PS ist ja auch nicht untermotorisiert. Nö, nö. Halte ich ja auch so für ein Gerücht. Oh, aber wir können ja auch schon einiges noch dran machen. Bremsen können wir hier noch verändern. Ballast können wir erhöhen. Ja, also die Tour wird ja auch dadurch irgendwie sehr krass bestimmt sein. Dass wir tuningtechnisch nicht so lange und nicht so oft hier in diesem Tuning-Menü verweilen werden, weil das sind halt Rennfahrzeuge. Was willst du da groß noch machen? Okay, interessant ist aber, dass die Reifenmischung hier schlechter ist als die Forza-Rennreifen. Das ist dann 300er vorne, 325 hinten. Ja, okay, kann man schon ein bisschen was machen. Aber man sieht, ne, also nicht viele Optionen, aber das ist bei jedem Gruppe 5 Rennfahrzeug hier der Fall. Hauptsächlich können wir hier Leistung reinpflanzen. Vielleicht fahren wir den Fahrzeug ja auch komplett in Serie. Ich weiß es nicht. So, ich sehe jetzt auch nicht unbedingt den Sinn darin, da die Fahrzeuge jetzt extra so verunstalten. Das muss nicht unbedingt sein. Die Strecke von Brands Hatch ist mit ihren neuen Kurven technisch anspruchsvoll und blitzschnell. Bleib an den Kurvenausfahrten möglichst weit außen, um dein Tempo zu maximieren. Ja, machen wir auch. Ich glaube, das sind sogar im Let's Play jetzt hier die ersten Meter. Also das, was ihr jetzt seht. Offscreen bin ich da schon mal ein, zwei Runden hier gefahren, um mir da auch so einen Ersteindruck von dieser Strecke zu gewinnen. Ich gucke mir schon mal an, was wir feintuningstechnisch hier so einstellen können. Okay, wir können alles machen. Alles außer Lenkrad, aber alles ist sonst möglich. Das ist gut, weil das werden wir dann auf jeden Fall fürs zweite Rennen spätestens dann gebrauchen. Und ja, mit welchen Fahrzeugen ist denn so die Konkurrenz unterwegs? Ich glaube, so mit allem, was wir hier zur Auswahl hatten. Also, wie gesagt, der Buick ist ein bisschen für mich fehl am Platz, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ansonsten, es wird eine coole Serie, glaube ich sogar. Es wird eine sehr, sehr coole Serie. Allgemein wird, glaube ich, diese Retro-Racer-Tour eine sehr schöne Tour werden. Auch wenn ich mir vielleicht für die Spotlight-Cars den ein oder anderen neuen Fahrzeug mir gewünscht hätte. Gucken wir mal. Oh, okay, der schreit schon. Der ist böse. Und ganz schön biestig auf dem Gas.
Aber das dürfen ja die Gruppe 5 Bullen ja sein. Ne? Da muss man auch selbst als Rennfahrer lernen, da diese Fahrzeuge da auch bändigen zu können. Also von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Fahrverhalten schon recht nah an der Realität rankommt. Auch wenn ich selber jetzt noch nie in Gruppe 5 Rennfahrzeug gefahren bin und man wahrscheinlich im Leben jetzt nicht auch in das Privileg haben wird, hier in Gruppe 5 Boliden hier bewegen zu dürfen. Aber nebenbei, ich hätte mir doch gerne den Porsche 935 78 gewünscht. Der fällt mir jetzt gerade noch spontan ein. Da war ein Motorsport 7 drin gewesen. Der hätte eigentlich auch gut in diese Klasse gepasst. Naja, vielleicht kriegen wir den ja noch. Aber den gerade als Spotlight-Car, das hätte ich irgendwie gefühlt. Ja, man muss sich auf jeden Fall erstmal ein paar Runden mit dem Fahrzeug einfahren. Das ist schon biestig. Gerade was die Hinterachse hier betrifft. Aber es liegt ja auch so ein bisschen an dem Turbo-Punch, den dieses Fahrzeug hier mit sich bringt. Deswegen meine ich ja, man muss da definitiv ein bisschen feinfühlig hier mit dem Gas sein. Man macht schon auf den ersten Metern Spaß zu fahren. So ist es nicht. Also wenn man es natürlich nicht übertreibt und einem hier die Hinterachse nicht überholt, dann wird ziemlich, ziemlich geil. Also gefällt mir. Ich probiere mal vielleicht mal ein Thumbnail mit den Fahrzeugen dann noch zu bekommen. Na komm, ich möchte euch gerne mithaben auf dem Bild. Jawohl, genau so nicht anders. Oh, guckt euch das an hier. Oh, Gruppe 5 Action. Brands Hatch passt ja, glaube ich, sogar von der Strecke her. Hier schön mit den Scheinwerfern. Natürlich hier unser Fahrzeug hier im Vordergrund. Nächste Gruppe wird auch lustig. Ich glaube allgemein werden die nächsten Wochen sehr, sehr schön werden. Beziehungsweise die nächsten Touren. Aber schauen wir mal. Also ich bin da mal sehr gespannt. Also erst ein Druck vom Fahrzeug. Er fährt sich zwar, wie gesagt, ein bisschen schwammig, aber das darf es auch. Also es ist jetzt nicht so, dass man damit jetzt auch komplett aufgeschmissen wird oder ähnliches. Man muss, wie gesagt, mit dem Turbo-Punch ein bisschen vorsichtig sein. Aber das ist auch bei jedem Gruppe 5 Fahrzeug so. Also selbst beim Capri muss man da ein bisschen feinfühliger sein. Auch wenn der sich, glaube ich, mit am besten fahren lässt, so wie ich das habe verlauten lassen. Aber trotzdem, also man muss schon ein gewisses Respekt hier vor den einzelnen Gruppe 5 Boliden haben. Und ey, die sieht auch einfach geil aus, ey. Ich könnte den auch jetzt den ganzen Tag einfach anstarren, hier den Skyline. So, ja, wollen wir mal gucken. Haben wir da auch andere Skyline Boliden am Start? Oh, die sind sogar weit oben. Komm, dann platzieren wir uns ja direkt hinter Platz 6 hier. Auch wenn unsere Rundenzeit natürlich nicht die beste war, aber mir doch egal. Es wird wirklich sehr, sehr retro. Jetzt hätte ich mir umso mehr historische Rennstrecken gewünscht. Oder zumindest, dass man die Strecken so ein bisschen, so ähnlich wie bei Horizon 5, da so mit Dekos gestaltet, sodass es ja, so eine historische Rennveranstaltung mehr entspricht. So, das war jetzt hier das Turboloch. Damit haben wir jetzt schon ein bisschen was verloren. Aber egal. Aber es ist irgendwie echt cool gerade, so diese Tour zu fahren. Als die Update 7 angekündigt haben, war ich ja eher so ein bisschen skeptischer. Weil, wie gesagt, die Spotlight-Cars, die waren ja alle schon im Spiel drin gewesen. Und, ja, an sich haben ja diese Touren nicht so besonders geklungen. Aber wenn man sie jetzt aktiv fährt,
sagt mir trotzdem schon irgendwo was. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil ich da auch bisher viel zu selten hier Rennen mit richtigen Rennwagen gefahren bin, sondern hauptsächlich mit Straßenfahrzeugen. Und gerade solche Touren braucht Forza unbedingt. Ne, weil, wenn man sich mal überlegt, hier der Builders Cup, ohne da jetzt hier diese Open Class Tour und Co. mal in Betracht zu ziehen, die ist ja rennklassenarm. Also da sind keinerlei Rennveranstaltungen mit Rennfahrzeugen. Das ist irgendwie ein bisschen traurig, gerade wenn sich ein Spiel Forza Motorsport, also Motorsport schimpft, auch so mit neuem Logo, neuem Branding und allem drum und dran, meinetwegen auch mit einem Reboot von mir aus, aber dass man da in dem Builders Cup keinerlei Rennveranstaltungen hatte mit Rennfahrzeugen, ist ein bisschen traurig. Darum wünsche ich mir, dass wir in Zukunft vielleicht mehr solcher Touren haben. Und wenn die da schon so schön aufgesetzt sind, beziehungsweise schön designt sind wie hier. Oh, da haben wir nebenbei einen Skyline. Boah, diesen Schwarz gefällt mir auch verdammt gut. Dann liefern uns auf jeden Fall richtig eiskaltes Battle. Aber der will uns ja nicht vorbeilassen. Ja. Schon ein bisschen herausfordernd. Finde ich jetzt zumindest. Also wir haben auf jeden Fall so ein bisschen den Beschleunigungsvorteil anscheinend. Der lässt aber auch nicht locker. Der lässt ja aber auch nicht locker. Ich glaube, hier geht es auch wirklich ein bisschen weniger darum, hier jetzt... oh Gott. Okay, das war ein eigener Fahrfehler. Hier geht es aber, glaube ich, auch jetzt nicht primär darum, da irgendwie... okay, wir haben genug Abstand, das passt. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau. Also es geht ja jetzt nicht primär in dieser Tour darum, da irgendwie Rennen zu gewinnen. Also Rennen gewinnen und Meisterschaft gewinnen wäre zwar cool, aber ich glaube, man sollte einfach wirklich hier diese Nostalgie so ein bisschen genießen. Also ich wüsste schon, was ich da auf jeden Fall ein bisschen Feintuning erstellen möchte. Allgemein so ein bisschen das Fahrwerk bzw. die Hinterachse ein bisschen stabiler machen. Das heißt allgemein ein bisschen härter auslegen. Damit er auch ein bisschen besser um die Ecken kommt. Reifendruck natürlich erhöhen, weil 1,9 vorne und 1,7 hinten ist schon ein bisschen für mich persönlich zu wenig. Und allein schon mit dem Reifendruck kann man da unglaublich viel rausholen. Man merkt vielleicht noch, dass ich ein bisschen müde bin, oder? Ja, allgemein muss das Fahrzeug ein bisschen stabiler stehen. Weil für mich persönlich ist das Fahrverhalten ein bisschen zu weich gestimmt. Man muss da ein bisschen was... Allgemein ein bisschen härteres Fahrwerk. Muss da definitiv ran. Ansonsten an der Leistungsschraube würde ich da gar nicht erst drehen. Also Leistung hat das Ding hoch oder viel genug. Ja, 570 PS. Und gerade bei einer Tonne Gewicht, das ist nicht zu unterschätzen. Also er schießt schon wie eine Rakete hier durch die Strecke. Kann man nicht anders sagen. Vielleicht ein bisschen mehr Grip, aber ich will ja nicht unbedingt jetzt auf die gebrandeten Reifen verzichten. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal dieses Fahrzeuges. Auch wenn das andere Gruppe von Fahrzeuge und Rennwagen ja auch haben. Gerade die, die neu ins Spiel dazugekommen sind. Aber trotzdem.
Weil es irgendwie auf die Forza-Rennreifen zu setzen, ist auch ein bisschen, ich würde mal sagen, eher sinnfrei als sinnvoll. Kommt man noch teilweise quer mit dem Teil. Es macht so Laune, den zu fahren. Wir haben bisher auch selten einen Rennverlauf gehabt, wo ich da sogar Position verloren habe, seit Start. Aber es macht Bock. Also es macht wirklich unfassbar viel Laune. Das ist doch mal eine schöne Tour. Wenn da jetzt noch die Atmosphäre hier stimmen würde, dann ist es nice. Aber man kann ja nicht alles im Spiel haben. Bis man alles im Spiel hat, da vergehen Monate, wenn nicht sogar noch Jahre. Auch. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das Feedback von der Community da auch ein bisschen positiver ausfallen wird. Sind aber auch lang, muss ich sagen. Ist natürlich sehr, sehr viel Renn-Action auch für euch. Aber, ja, wir schließen das Ganze hier erstmal nur auf Platz 8 ab. Also wir haben sogar vom Start hin eine Position verloren. Ändert aber trotzdem nichts daran, dass das jetzt nicht weniger Spaß macht. Wir sind auf P8 gelandet. Ah, also ich meine, unsere Rundenzeit war jetzt auch nicht die beste, wenn ich mir mal so angucke, wie gerade die KI-Fahrer auf Platz 1 und 2 so gefahren sind und Platz 3 auch noch. Also die sind schon gar nicht mal so unordentlich unterwegs gewesen. Okay, die hinter uns waren auch recht schnell gewesen. Hoppla. Die haben da auf jeden Fall ein bisschen was rausgehauen. Ja, aber gucken wir mal. Also mit 11 Punkten Rückstand schon nach dem ersten Rennen ist ja vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig. Erster Auspuff an der Seite. Dieses Podium ist ja auch mal anders wild. Ich finde es auch lustig, dass sie bei dem Buick da auch noch ein Nesca-Design gemacht haben. So, zweites Rennen. Kialami, okay. Eine Strecke, wo ich die Gruppe 5 Fahrzeuge jetzt nicht unbedingt ausfahren wollen würde, aber why not? 4 Runden. Wird auch relativ lang werden. So, 500 Punkte haben wir jetzt zur Verfügung. Also, ich würde da... Boah. Müssen wir jetzt mal gucken. Ich glaube, breitere Reifen sind allgemein nicht verkehrt, damit wir einfach mal ein bisschen mehr Grip haben. Sowohl auf der Front als auch auf der Hinterachse. Dann haben wir ja noch 200 Punkte übrig. Die könnten wir mal in die Antriebswelle nochmal reinstecken. Und ja, also wie gesagt, an der Leistungsschraube selber möchte ich jetzt nicht unbedingt drehen, weil wie gesagt, 570 PS ist schon viel. Gerade aus einem 4-Zylinder-Reihenmotor, was man da so rausholen kann. Das ist schon respektabel. Bremsen kostet uns viel, ne? Oh, 600. Das ist nicht ohne. Passt schon. Ist okay. Da musst du durch. Ja, so sieht's aus. So, am Feintuning möchte ich da auf jeden Fall die Reifendrücke nochmal ein bisschen anheben. Vielleicht jetzt auch nicht zu hoch, aber so, dass es für mich persönlich einfach ein bisschen angenehmer sich fahren lässt. Getriebe passt. Tatsächlich, also das gefällt mir ja schon sehr, sehr gut. Allgemein, wie dieses Fahrzeug hier ausgelegt ist, gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ja, wir sehen auch, der ist relativ weich an der Hinterachse. Also die Stabis sind sehr, sehr weich ausgelegt. Da muss da ein bisschen mehr
rein. Federn ebenfalls weich, aber war jetzt nicht, würde ich sagen, das größte Problem gewesen. Ich mache den mal trotzdem ein bisschen härter, jetzt nicht viel. Ne, wir wollen ja tatsächlich noch so ein bisschen die Charakteristik dieses Fahrzeugs bewahren wollen. Aber so allgemein einfach mal ein bisschen härter auslegen. So passt das. Und Abtrieb. Mehr Geschwindigkeit oder mehr Kurvenverhalten? Ich würde da, glaube ich, tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Kurvenverhalten haben wollen. Beziehungsweise ein Tickchen mehr Abtrieb. Bremsen passen, wobei ich da aber auch ein bisschen was erhöhen möchte. Und Diff würde ich hier tatsächlich beim Bremsen vielleicht ein bisschen mehr sperren. Und gerade beim Beschleunigen würde ich da noch mal ein bisschen mehr sperren wollen. Weil der doch sich sehr, sehr freizügig fährt. Und gerade spätestens, wenn der Turbo kickt, dann ist da schon Ende im Gelände in der Regel. Da hat man meistens schon keine Chance mehr, das Fahrzeug hier auf der Strecke zu halten. Der Kailami Grand Prix Circuit wurde in den 1990er Jahren aufgrund politischer Probleme vom internationalen Rennsport aufgegeben und beinahe umgebaut, bevor er 2014 bei einer Auktion gerettet wurde. Seitdem wurde er renoviert, aufgerüstet und von Rennfahrern aus der ganzen Welt wieder liebgewonnen. Das ist doch schön. Gibt doch auch mal schöne Stories hier. Wir können loslegen. So, den einzelnen Rennstrecken. Okay, wir haben ein Nummer 11 hier auf der Pole. Platz 5, das heißt, wir starten von Platz 6. Also wieder mal ungefähr die gleiche Ausgangslage wie im ersten Rennen. Ja, hoffen wir mal, dass wir da vom Start weg ein bisschen besser wegkommen. Ja, und mir ist auch bewusst, dass die meisten Rennfahrzeuge da Driver-Tar-Designs haben, aber ich würde sagen, die passen auch ausnahmsweise mal. Würde ich die ja normalerweise ausstellen. Weil das Spiel es bisher immer noch nicht hingekriegt hat, hier diesen Bug hier zu fixen. Und dass man das jedes Mal aufs Neue selber umstellen muss. Ey, das ist so nervig teilweise. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, das ist irgendwie voll das kleinste Problem auch. Oh, schwarz. Ey, ich glaube, ich würde lieber das schwarze Design bevorzugen. Aber das rote auf unserem Auto ist ja auch sehr ikonisch. Meine Herren. So. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Beschleunigungsduell am Start. Und ein bisschen zu weit von der Kurve. Ab. Also die KI ist aber auch ganz schön hartnäckig dieses Mal, ne? Hier haben sie jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Da kann ich jetzt durchschlüpfen. Aber so an sich finde ich die KI, die verhält sich wirklich sehr, sehr gut diesmal. Also ja, dass man da jetzt wirklich sogar um Position fighten muss. Und das sage ich auch nicht oft. Also gerade in der Rennklasse macht die KI auch echt einen heiden Spaß. Ja, genau. Weißt du, da wollte man hier die KI jetzt loben und schon müssen sie so ein komisches Manöver hier abziehen. Okay, ich nehme meine ganze Aussage zurück. Das war mal wieder fleißig gejinxt von mir. Oh Mann, ey, die KI, wie es lebt und lebt hier in diesem Spiel. Ja, dieser Turbo-Punch, der kickt immer noch schon richtig hart rein. Aber er fährt sich jetzt auch ein bisschen besser jetzt für mich. Nein, nicht schon wieder ein Fahrfehler. Das gibt's doch nicht. Einfach mal nur so mal kurz nebenbei in den Live-Chat geschaut. Hoppla, war jetzt ein Fehler. Ich glaube, man sollte sich ja wirklich ein bisschen konzentrieren. So. Nächste Ausbaustufe. Ich schalte das Spiel einmal ganz kurz im Vollbild. Einfach mal so on the fly. Ich glaube, ich entschuldige mich mal an dieser Stelle in dem Live-Chat. Ja, ich werde mich mal jetzt ein bisschen mehr konzentrieren müssen. Weil ich glaube, die erhöhte Konzentration braucht es auf jeden Fall.
gerade jetzt im Vollbild habe ich ja jetzt ein bisschen mehr im Blick, was da so abgeht. Wenn da was im Stream sein sollte, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal kurz aufschreien. Das kriege ich ja noch mit. Das ist ja nochmal ein anderes Gefühl, wenn man Vollbild spielt. Dann sieht man halt ein bisschen mehr, dann kann man auch die Kurven ein bisschen besser einschätzen. Vorher habe ich das nur auf dem Vorschaubild mal gespielt. Im Nachhinein war das, glaube ich, eine Fehlentscheidung. Gerade auf dieser Strecke muss man halt echt den Überblick bewahren. Also die KI muss man hier schon positiverweise erwähnen, ist halt wirklich hier sehr stark vertreten. Und das, obwohl ich nur auf Stufe 7 fahre, also nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Also sie machen ihren Job aber auch gut. Wenn das mit den anderen Touren genauso sein wird, dann könnte das wirklich hier die unterhaltsamste Tour für mich werden. Weil man da auch viele schöne Zweikämpfe haben wird. Konzentration, bitte. Okay, die Aussprache fand ich mal richtig nice. Hier muss man wirklich sich jetzt konzentrieren. Also das ist jetzt, harte Klang verlangt es einem wirklich jetzt. Boah. Man sollte auch vielleicht mal in den richtigen Gängen unterwegs sein. Auch nicht so verkehrt. Ja, vielleicht muss ich das Getriebe doch noch mal ein bisschen kürzer übersetzen. Doch ein bisschen zu lang gezogen, finde ich. Also das Ziel ist es, nach dieser Tour wirklich ein, ja, Opel 5 Fahrzeug hier auf die Beine zu stellen mit modernerer Technik. Also sich diese Fahrzeuge so ein bisschen hier von ihren klassischen Fahreigenschaften zu lösen und da mal ein bisschen Hauch von moderner Technik hier reinzuzimmern. Boah, hier, Panoramaausblick hier auf Kyalami, das ist schon krass. Hinten einfach die Stadt hier zu sehen ist. So, gib ein bisschen Gummi. So, Körper haben wir mal richtig hart mit dran genommen. So, ich sag nichts mehr. Ich glaube, so für den richtigen Flair müssten wir halt wirklich noch einen klassischen Rennanzug nochmal anziehen. Ich hoffe, es gibt so ein klassisches Retro-Overall. Dann haben wir wirklich alles erreicht in diesem Spiel. Deswegen glaube ich auch, dass wir früher oder später auch eine moderne Tour kriegen werden. Wo wir da auch mit modernen Rennfahrzeugen an den Start gehen dürfen. KI macht es einem aber wirklich nicht leicht. Also ich komme da auch nicht wirklich ran. Das liegt aber auch mit unter anderem daran, weil ich auch ein bisschen Respekt davor habe, all out mit dem Fahrzeug zu gehen. Weil jeder kleinste Fehler kann dich halt wirklich ins Ausschießen. Und das meine ich jetzt auch nicht irgendwie so
wortwörtlich, sondern man hat es ja schon hier und da mal gesehen. Also, dass ich mich da schon ein bisschen eher konzentrieren muss, wie schon gesagt. Das ist so cool, ey. Ich mag diese Tour einfach. Gute Arbeit heute. Wir sind auf P6 gelandet. Zumindest haben wir hier schon mal unsere Position gehalten. Das ist eine Steigerung. Ja, ich hoffe mal gerade jetzt für die nächsten beiden Veranstaltungen, dass wir da nochmal uns ein bisschen weiter nach vorne hocharbeiten können. So wie es Clutch Acorn 5803 gezeigt hat mit dem Mustang. 7 Positionen gut gemacht. Das ist schon respektabel. Ja, wir sind aber auf der Meisterschaft zumindest hier auf Position 6. Rückstand auf den Erstplatzierten ist komischerweise noch nicht so sehr angewachsen. Also 14 Punkte, das ist noch machbar. Kann man, denke ich, so stehen lassen. Ja, und wieder ist der Buick dabei. Er erkennt da so ein merkwürdiges Muster. Oh, Hockenheim! Oh, da habe ich richtig Bock. Oh, da habe ich derbe Bock. Aber das seht ihr dann erst in der nächsten Ausgabe von Let's Play Forza Motorsport, der Rampenlichttour hier auf dem YouTube-Kanal Demon Gamer XP. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ja, falls euch diese heutige Ausgabe gefallen haben sollte, lasst gerne eine Bewertung auf dieses Video da, sei es ein Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits oder, falls ihr es noch nicht getan habt, ein Abo auf dem Kanal. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei für die letzten beiden Rennveranstaltungen mit der Gruppe 5. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin und haut rein.